Der alljährlich stattfindende Mittelhausitzer Ostereiermarkt öffnete am vergangenen Wochenende im Landhotel Neuwiese wieder seine Pforten. Auch bei der 26. Auflage fanden sich Traditionen und Handwerk nebeneinander. Auf die Besucher warteten nicht nur zahlreiche Ostereierverzierer aus der Lausitz, sondern auch eine Trachtenweißstickerin, Glasmalerin oder Hobbyklöpplerin. Abgerundet wurde der traditionelle Markt durch ein Rahmenprogramm aus Kindergruppen oder sorbischer Musik.